informiert. Hallo liebe Kawazza-Freunde auf Kawazza TV, heute wieder mit einem ganz neuen Video und zwar Wing Chun Cheezer. Es gibt schon ein Video auf dem Kanal über Wing Chun Cheezer Sektion 1, aber heute speziell möchte ich euch so ein paar Forschungsübungen zeigen aus dem traditionellen Wing Chun, und wenn dies dann abgewehrt wird, also sollte derjenige es schaffen, das aus der Übung abzuwehren, wie man halt da individuell eine Übung noch anpassen kann. Und ja, bevor das Video losgeht, nicht vergessen, fleißig Kanal abonnieren, Likes da lassen und ja, Glocke aktivieren für die neuesten Aktivitäten. Schaut in die Beschreibung, da sind auch andere Social Media Seiten wie Twitch, TikTok, Facebook, Instagram ist hier auch eingeblendet. Und ja, bis gleich, bleibt dran. So, wir sind jetzt in der, wir gehen jetzt in die Position und ja, diese Position sollte jetzt schon fortgeschritten, sage ich mal, klar sein. Wir haben hier die Cheezer-Position und starten einfach mit so einem Pumsau. Und wichtig ist halt, beim Cheezer, beim Pack-Vorstoß generell gibt es ja Timing. Das heißt, es ist ungefähr in der Höhe, wo beide Hände quasi eigentlich fast in der Vorkampfstellung stehen. Ja? Also das, wenn ihr so eine Vorkampfstellung habt, das ist die ideale Position, wo man halt den Pack so ansetzen kann. Auch Grifftechnik ansetzen kann. Das könnt ihr machen bei der Sektion 2, Sektion 3, Sektion 4 Cheezer, wo ihr halt greifen können, Sektion 4 für alle bekannt, wo man Doppelvorschüsse einsetzt. Und wenn man das jetzt uns anschaut, wichtig ist, ungefähr, der Foxer ist zu, ungefähr jetzt hier in der Position kann man den Paxer hier ansetzen. Und wichtig ist, der Paxer hat ja verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Arten. Es gibt ein Anwendungsvideo auch, wo ich so Packvorschussvarianten zeige, aber heute soll es mehr darum gehen, mit dem Druck nach unten und wo ich dann den Vorschuss dann hier ansetze. Natürlich kann der Partner hier weiter ausarbeiten, mit der Rusa rauf, mit der Schutzhand und dann das aufnehmen. So, abgesehen davon sollte man ja probieren, das so anzusetzen, dass es nicht abwehrbar ist. Also wir schauen uns das Ganze mal an. Ich mache mal ganz locker, wir gehen in der Position. Das ist halt die Position. Man kann Gewicht verlagern ein bisschen, da hat man mehr Pump hinter dem Schlag, mehr Power. Und generell kann man auf der Brust üben. In echt würde ich halt Kehlkopf ziehen, also für die Wing Chun Übung jetzt. Oder Nasenbein, Kiefer, das alles ist ziemlich gut. Und natürlich kann man es auch ausführen mit der offenen Hand, mit der Chanza-Übung. Wir machen es als Vorstoßübung und ja, schauen wir das Ganze nochmal an. Und das ist die Übung, wenn es ein bisschen flotter geht. Und ich halte wieder langsam an, der Partner kann dann probieren, während der Übung das auch abzuwehren. Ich mache es mal hier. Jetzt hat er auch abgewehrt. Ja. Jetzt wieder nicht. Bisschen Druck nach vorne immer auf, und dann den Packvorschuss schön nach vorne ansetzen. Und sollte der Partner hier das mal abwehren können, ich mache es mal langsamer, dann kann ich hier mit der Hand nach oben ziehen und meine Folgetechnik einsetzen. Ja, das heißt, ich mache es jetzt ein bisschen lockerer. 1, 2, durchgehen und jetzt könnte man den Vorgeschritt mit Büchse, Schere weiterführen oder mit einer Vorstoß und mit Kettenvorstöße. Ja, einfach mal probieren. Du kannst mir ein paar Vorschuss geben. Genau, aufnehmen, auf Grundübung. Ja, mal das mal anschauen. Nochmal? Ja. Genau. Mal hier kurz reingehen. Nochmal. Ja, tu bei mir. Und ich bei mir.
Ja, klatscht gut, man sieht es auf der Brust, wenn man es mit fortgeschritten ist. Natürlich, der Erdwarm ist hier sehr, sehr fortgeschritten und auf einem höheren Lehrergrad. Und wo bist du gerade? Dritter Techniker. Das Lehrerprogramm, der G-Programm, also ja, macht das wirklich mit Leuten, ich sage mal, die sich wirklich mit denen vertraut haben und auch die Übung auch kennen. Und wenn euch das Ganze ein bisschen zu hart ist, also wenn man es ein bisschen schnell macht, gibt es auch so Brustpolster, die kann man sich auch kaufen. Und der Grund ist einfach, wenn wir ein bisschen Gas geben, verliert man hier ein bisschen die Kontrolle. Deswegen sollte man auch wirklich auf Brustbein üben und nicht hier am Kehlkopf. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Kanal abonnieren, viele, viele Likes da lassen, aktiviert die Glocke für die neuesten Videos. Es kommen immer wieder neue Lehrvideos raus, MMA, Wing Chun in MMA, MMA in Boxen, Boxen in MMA. Wir probieren halt so viel wie möglich abzudecken, natürlich dort, wo die Kompetenzbereich auch hinreicht. Und ja, nicht vergessen, in der Beschreibung habt ihr auch andere Social Media Seiten wie Twitch, TikTok, Facebook und Instagram ist hier eingeblendet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht das gut und Peace.